Herzlich willkommen zu dem kleinen Videotutorial Ägyptische Bauernmultiplikation in der Serie Programmieren durch Mitprogrammieren. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch hier Schritt für Schritt durch das Programmieren einer kleinen Applikation, eines kleinen Programms. Das Ganze wird mit HTML, CSS und JavaScript passieren. Und hier, das ist die zweite Folge. In dieser Folge werden wir den HTML-Teil programmieren. Und in der letzten Folge hatte ich eine Übersicht gegeben, auch den Algorithmus erklärt. Und in den nächsten Folgen kommen dann JavaScript und CSS dran. So, so sieht das Ganze aus. Das wollen wir später herstellen. Und als erstes müssen wir uns hier unsere Tabelle programmieren. So, ich habe das Ganze natürlich schon einmal vorprogrammiert und damit ihr so ein bisschen so eine Übersicht bekommt, wo die Sachen im Einzelnen stehen, zeige ich euch das hier mal. Ich benutze hier Sublime Text als Texteditor und das ist ganz schick, weil ihr, wie ihr hier an den Zeilennummern seht, man bestimmte Sachen einklappen kann. So, und was man nicht machen soll, aber ich mache es einfach, um hier alles in einem Programm drin stehen zu haben. Man sollte eigentlich CSS und JavaScript in anderen Dateien schreiben und die dann importieren. So macht man es eigentlich richtig. Aber hier in diesem Fall habe ich eben alles in einer Datei zusammengefasst. Wir haben hier also oben in unserem Head-Element, da haben wir das Cascading Style Sheet, das CSS drin, so dass, wenn ich das ausklappe, sieht das etwas länger aus, so, ist aber auch relativ übersichtlich noch. So, dann habe ich hier im Body Element, da habe ich mein HTML stehen, das was wir gleich machen werden, und ganz zum Schluss kommt hier das JavaScript, was ich unter den Body setze. Und warum das so ist, das werde ich dann an der entsprechenden Stelle erklären. So, ganz kurz, hier steht das Formelement, um die ägyptische Multiplikation zu berechnen. So, und da haben wir jetzt hier einmal das Formelement, das habe ich außen drum herum genommen. Das muss man nicht unbedingt machen, ist aber eben tatsächlich zur Übersichtlichkeit gut, dass eben man wirklich ein Formelement oder eine Art Formblatt benutzt. So, und dient vor allem auch zur Markierung für Browser. Das ist jetzt für uns eigentlich gar nicht wichtig, weil wir das ja nur für uns machen. So. Aber nichtsdestotrotz, der Vollständigkeit halber und der Richtigkeit halber, habe ich das jetzt hier drumherum gesetzt. Dann kommt die Tabelle. Hier, die Tabelle wird reingesetzt. So. Und dann kommen die einzelnen Reihen. So, und das seht ihr hier, jede Reihe beinhaltet, ich klappe das jetzt auch mal alles zusammen, jede Reihe beinhaltet zwei Zellenelemente, beziehungsweise das letzte eben nicht. So, Eingabe der ersten Zahl, Eingabe der zweiten Zahl, die beiden Buttons berechnen und löschen, die wollen wir programmieren, und die Ausgabe der Werte. Und wenn wir das hier aufklappen, dann habe ich hier jeweils zwei Elemente drin, und da drin steht einmal ein Label und einmal ein Input. So, und das Ganze werden wir jetzt aber eben auch live programmieren, und ich werde dabei dann so bestimmte Sachen einfach auch kommentieren. Gut, so, dann setzen wir uns mal ganz schnell an die Sachen dran. Ich gehe zuallererst in unser Body Element rein, so. Und man rückt das immer ein bisschen ein, einfach damit das übersichtlicher aussieht. Ich mache eine Form und schließe das vorsichtig hier. Mein Sublime Text Editor, der macht das Schließen dann automatisch. So, na. So, dann setze ich meine Table Text, also für die Tabelle, rein. So, das mache ich als zweites, und dann weiß ich ja, wie viele Reihen ich brauche. Das heißt, als drittes setze ich mir als allererstes mal meine Reihen, und da eben vier Stück. So, das, so.
Das kopiere ich mir einfach rein und dann, damit das alles ein bisschen übersichtlicher wird, setze ich noch Leerzeichen dazwischen. Dann sehe ich nämlich auch, dass das vier Elemente sind. So, das ist das nächste, was wir machen. Jetzt kommen die Tabellenelemente, also sozusagen die einzelnen Elemente dort rein. Auch die, ja, mache ich jetzt erstmal das Umschließende. TD steht für Table Data, also das, was wir Zelle nennen, Tabellenzelle. So. Und hier setze ich jetzt als allererstes ein Label hinein. So. So. Und das Label steht normalerweise um das Inputfeld herum. Und dieses Attribut vor, das bezeichnet halt, dass das eben für, das seht ihr auch gleich, für das Inputfeld mit dem Namen vor, first gedacht ist. First, erstens, steht hier natürlich dafür, dass wir die erste Zahl eingeben. So, erste Zahl, ein Doppelpunkt, und dann schließe ich das Label und damit habe ich mir schon die erste Zelle definiert. Jetzt gebe ich mein Inputfeld ein. So, erstmal eine Zelle eingeben und Input. Da gebe ich einen ID-Selector an, damit ich das dann mit JavaScript gut finde. Also JavaScript sucht dann nach dem ID, also Identität first. So, und da es nur ein Element gibt, was diesen Namen hat, also diese ID hat, Identität, findet er dann auch genau dieses Element. So, Name, und das ist jetzt dem Label Input geschuldet. Das ist so eine Art Gruppierung von den beiden Sachen, die wir allerdings gar nicht gebrauchen werden. Das heißt, ich könnte dieses For und dieses Name eigentlich auch erstmal weglassen. Aber gut, okay, in der Vollständigkeit halber. Und weil man dann später das eine oder andere gebrauchen kann. So, damit habe ich mir meine erste Reihe definiert. Jetzt kann ich das Ganze kopieren und setze mir das in die zweite Reihe mit hinein, weil die ja genauso aussehen wird. Und ich muss hier nur bestimmte Sachen umändern. Ich ändere First in Second um und erste Zahl in zweite Zahl. Das ist das Erste, was ich zu tun habe. Und hier muss ich dann auch mein Eingabefeld in Second umbenennen. Und zwar sowohl die ID als auch das Name-Attribut. So. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und dann mal öffne mit meinem. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich den ganzen Kram habe. JavaScript programmieren. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier habe ich es. So. So, ich öffne das Ganze mal im Browser, damit ihr seht, wo wir jetzt im Moment uns befinden mit unserer Programmierung. So, und jetzt seht ihr, haben wir tatsächlich zwei Elemente, also zwei Labels auf den Bildschirm gebracht und diese ganz, ganz typische Art und Weise, wie eben Eingabefelder normalerweise zu sehen sind, nämlich so als eckige Kästchen mit einer schwarzen Umrandung. Und wenn ich dann da draufklicke, dann wird eben tatsächlich das leicht graue Rand wird dann schwarz. So, wir selber werden einen solchen Effekt jetzt erstmal nicht hinzufügen, aber ihr seht dann schon, jetzt kann ich eingeben zum Beispiel 728. Ja, so. Es macht noch nichts, weil wir eben keinen Hintergrundlogik mit dabei haben. So, damit haben wir unsere Eingabefelder definiert. Jetzt kommen als nächstes die Buttons. So, und auch da muss ich mir jetzt zwei na, was ist das denn? Table Data Felder machen, also zwei Zellen. So. Und den Button
Den kann ich ganz einfach machen, nämlich Button. Jetzt muss ich einen Typ eingeben und hier gebe ich den Typ Button ein, so, weil ich nämlich einfach nur eine Schaltfläche haben will, die geklickt werden kann. Und da brauche ich dann den Button dazu. Es gibt andere Schaltflächen, die hier eingegeben werden können und da muss ich dann beim Typ andere Namen angeben. So, aber wir brauchen jetzt erstmal einen Button. Als ID gebe ich Compute ein, also das englische Wort für Berechner. So, dann schließe ich den Button und beachtet bitte, dass der Button Tag oder das Button-Element ein öffnendes und ein schließendes Tag hat, während der Input-Tag und der Label-Tag das nicht hat, der Input-Tag das nicht hat, der Label-Tag allerdings schon. Also da muss man so ein bisschen aufpassen. Input-Tag kommt ganz ohne End-Tag aus. Button-Tag brauchen wir ein End-Tag. So. Und in den Button-Tag gebe ich jetzt ein Berechnen. So, und jetzt zeige ich euch mal, was wir programmiert haben, wie das aussieht. Ich lade das Ganze nochmal. Und jetzt habe ich diesen typischen Windows-Knopf und da steht Berechnen drin. Das heißt, das, was auf dem Button erscheint, das gebe ich zwischen dem Anfangs- und dem End-Tag ein. So. Und damit bekommt der Button sozusagen seine Beschriftung. So. Jetzt brauche ich noch einen zweiten Button. Den schreibe ich ganz genauso. Und der kriegt die ID clear, also löschen. So. Und da gebe ich dann die Beschriftung lösche ein. Und dann erscheint er mir auf dem Bildschirm. Naja, ich denke, ihr könnt euch das jetzt vorstellen. Wenn ihr mitprogrammiert, könnt ihr es selber auch nochmal euch ansehen. So. Der erscheint jetzt direkt daneben. Beachtet bitte auch, dass der Button sich nach der Breite von dem richtet, was in ihn hineingeschrieben wird. Ja, so, also je kürzer das Wort wird, umso kleiner ist das. Und falls ihr euch das jetzt fragt, ihr könnt natürlich auch ein Bild hineinsetzen. Das ginge auch. Ja, aber das machen wir hier jetzt nicht. Ne? Also könnt ihr statt dem Text lösche, könnt ihr zum Beispiel jetzt ein Bild hineinladen. So, das ist das ist jetzt sozusagen unsere Funktionalität mit den Buttons, Eingabefeldern. Buttons haben wir. Jetzt kommt die Ausgabe der Werte. Und bei der Ausgabe der Werte habe ich eine Tabellenzeile. Die ID soll Output sein, also Ausgabe. Und darüber kann ich das dann ansteuern von JavaScript aus und sagen, so in das Element mit der Identität Output kommt jetzt das und das hinein, soll das und das hineingeschrieben werden. Dann möchte ich dass das über zwei Spalten hinweg sich die Zelle erstreckt. Das heißt, in diesem Fall, das werdet ihr auch gleich sehen, brauche ich kein zweites TD-Tag, weil ich mit dem ersten TD über zwei Spalten hinweg schon die gesamte Tabellenbreite eingenommen habe. Und zum Schluss gebe ich hier jetzt noch einen Inline-Style an. Ich möchte nämlich einen roten Rand haben von einem Pixel und durchgängig und damit man das gut sieht. So, und das zeige ich euch gleich noch. So, jetzt gebe ich erstmal das End-Tag ein und dann schreibe ich hinein noch keine Berechnung. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt ansehen, dann sieht das so aus. Also wir haben jetzt hier unseren roten Rand und da steht drin noch keine Berechnung. Und ihr seht, dass der rote Rand, der für die einzelne Tabellenzelle definiert wurde, über die zwei Spalten hinweg geht. Ne? So. Und damit sind wir auch schon fertig. Das war es für dieses Video. Jetzt haben wir eine kleine Form, ein kleines Formelement mit einer Tabelle drin, mit einigen reagierenden Sachen aus diesen
Bibliothek der HTML-Formelemente und dann können wir beim nächsten Mal auch damit anfangen und uns mit JavaScript in diese ganze HTML-Seite hinein verlinken. Das passiert beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid gespannt darauf, wie es jetzt weitergeht. Drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.